die Isarauen bei Landshut. Diese beiden Männer sind einem Killer auf der Spur, der deutschlandweit immer mehr Opfer fordert. Und bisher nicht zu stoppen ist. Also es schaut im Augenblick nicht so aus, als wäre hier mit der größeren Entspannung zu rechnen. Der Killer, ein Pilz. Er befällt Eschen. Und solche befallenen Eschen suchen Christian Macher und Michael Feicht heute. Ich beobachte die Esche hier in der Au seit 2005. Das Bild hat sich massiv gewandelt. Und bei der Geschwindigkeit, die das in den letzten Jahren aufgenommen hat, kann man schon sagen, das ist keine schöne Entwicklung. Dabei gilt die Esche eigentlich als Baum, der den Klimawandel gut verkraftet. Und ihr Holz wird gerne von der Forstwirtschaft genutzt. Schuld am Sterben ist dieser Pilz. Das falsche weiße Stängelbecherchen. Es wächst am Waldboden. In den Fruchtkörpern bilden sich Sporen. Durch den Wind landen einige Sporen auf den Eschenblättern. Dort bleiben sie dank einer Schleimschicht haften und können keimen. Der Pilz ernährt sich vom Gewebe, das stirbt langsam ab, die Blätter verwelken. Von den Blättern aus wächst der Pilz dann in die Triebe und Zweige. Er arbeitet sich immer weiter vor bis zur Rinde und zum Stamm. Dort entstehen dann sogenannte Rindennekrosen, also abgestorbenes Rindengewebe. So kann zum Beispiel nicht mehr ausreichend Wasser von der Wurzel in die Krone fließen, wenn der Pilz erst einmal im Holz sitzt. Der Baum wird geschwächt. Wenn das Gewebe auch am Stammfuß angegriffen wird, machen sich Schädlinge breit, wie zum Beispiel der Eschenbastkäfer oder der Hallimaschpilz. Im schlimmsten Fall fällt die Esche einfach um. Oha, 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 oha. Und wenn man dann dieses Monster betrachtet, diese wunderbare, riesige Esche, wenn so ein Baum umfällt, da bleibt kein Auge trocken. Abgefaulte Wurzeln. So können Eschen schon bei schwachem Wind einfach umkippen. Eine Gefahr für Fußgänger. Deswegen wollen Michael Feicht und Christian Macher heute marode Bäume markieren. Die werden dann im späten Herbst gefällt, wenn dort keine Vögel mehr nisten. Und? Schon was gefunden? Auf den ersten Blick machen diese Eschen, die hier stehen, vor allem die linke, einen sehr vitalen Eindruck. Experten gehen davon aus, dass etwa 5% der Eschen nur wenig vom Pilz geschädigt werden. Sie scheinen tolerant zu sein. Das will die Forschung nutzen. Brandenburg, Thünen-Institut. Die Wissenschaftler Franziska Paast und Ben Bubner haben Ableger von vermutlich toleranten Eschen angepflanzt und sie mit dem Pilz infiziert. Zeigen die Eschen erste Schäden? Hoffnung ist quasi nicht zu sehen, wobei nichts sehen auch sein könnte, der Test hat nicht geklappt. Das ist immer so ein bisschen die Gefahr. Also wir werden hoffentlich ein paar Stellen sehen, wo was zu sehen ist und ein paar dann eher nicht. Schauen wir mal. Den Eschen wurden solche Holzchips, die mit dem Pilz infiziert sind, in die Rinde gesteckt. Genau. Franziska Paast und Ben Bubner vergeben Noten von 1 bis 5. 1 heißt, die Esche zeigt keine Schäden. 5 heißt, sie ist tot. Die Nummer 5 und die kriegt eine 1. Hier ist quasi die Stelle, wo wir den Holzchip reingemacht haben. Hier sieht man auch noch so ein bisschen, oh, jetzt ist er rausgefallen. Und es ist keine Infektion zu sehen, also keine schwarzen Läsionen oder sowas. Bisher keine Spuren vom Pilz auf den Ablegern. Doch plötzlich. Ja, das ist so das klassische Bild. Ja, es ist natürlich schon echt traurig. Und sie geht zum Glück noch ein bisschen unter in dem grünen Dschungel hier so ein bisschen. Aber ja, man erschreckt sich natürlich, wenn man dann so mittendrin dann so eine rausholen muss. Ist das Experiment trotzdem gelungen? Die meisten zeigen halt keine Symptome, ein paar zeigen Symptome. Aber es ist im Prinzip das, was wir erwartet haben. Um die Bäume zu retten, wird an den toleranten Eschen weiter geforscht, mit modernster Technik. Bei diesen Eschen sollen ab nächsten Jahr die Gene untersucht werden. Denn Toleranz scheint vererbbar zu sein. Außerdem wollen die Forscher die Krankheit noch besser verstehen und möglichst tolerantes Saatgut aus den Eschen gewinnen. Die Hoffnung, dass wir die Esche als Forstbaumart oder als wichtige wirtschaftliche und forstliche und ökologisch wichtige Baumart halt auch erhalten können, dass sie nicht zu einer Randfigur quasi wird.
Hier im Thünen-Institut werden zwar schon kleine Eschenstecklinge vermehrt und großgezogen, aber die perfekt resistente Esche im Labor zu erschaffen, das ist im Moment noch Science Fiction. Der nächste Einsatz in den Isarauen. Der Laie sieht oftmals bei den nur teilweise geschädigten Bäumen nicht unbedingt, dass die dann schon ein gewisses Sicherheitsrisiko darstellen. Und insofern gibt es natürlich auch immer wieder Kritik. Kritik an den Baumfällungen. Aber Sicherheit geht vor. Auch wenn man die Esche nicht ersetzen kann, die Förster müssen sich nach alternativen Baumarten umschauen. Und eine Chance gibt es ja. Wenn tatsächlich die Forschung in die Richtung irgendwas bezwecken könnte, dann wären wir die Ersten, die das natürlich begrüßen. Also die Hoffnung haben wir zumindest noch, dass in der Richtung was passiert. Hoffnung, dass der Pilz bald keine Opfer mehr fordert und dieser Krimi in den nächsten Jahren ein gutes Ende findet.